Hallo zusammen, ich bin Susanne Schöne und wir gestalten heute gemeinsam ein Bild und träumen uns ins Weltall. So in etwa sieht unser Bild im Anschluss aus. Okay, habt ihr Lust? Dann fangen wir sofort an. Auf euer großes Blatt macht ihr Klebe. Hier ist ein Verteil. Legt etwas Alufolie drauf. Erster Schritt ist erledigt. Mit Violett, Schwarz und Blau tupfen wir den Hintergrund. Dafür nehmen wir einen Schwamm. In die Farbe reintupfen. Und auf unser Weltallbild. Immer mal wieder abwechseln. Mal ein bisschen schwarz, mal ein bisschen violett, ein bisschen blau gemischt. Am besten nehmt ihr violett und blau in der Mitte des Bildes und schwarz relativ viel an den äußeren Rändern, ja, damit das in der Mitte etwas heller ist. Ihr seht, ich tippe immer wieder da rein und tupfe auf mein Bild. Wenn das hier nicht ganz so klebt, ist nicht schlimm, dann kann ich auch ein bisschen Farbe drüber tupfen. Die Farbe, die wirkt auch als Kleber. So, geföhnt haben wir die Fläche. Jetzt nehmen wir uns ein kleineres Stück Papier, nehmen ein Glas und malen dort unsere Planeten auf. Das werden unsere Planeten im Anschluss. Ich habe zwei verschiedene Größen der Gläser genommen, damit die auch ein bisschen variieren. Das ist jetzt ein bisschen größer als das. Man kann auch mal gucken, was man noch so nehmen kann. Zum Beispiel kann man ja auch sowas nehmen. Alles, was rund ist, was in der Nähe steht, eine Vase, weiß ich nicht, egal was, hier, meine Klebe, die kann ich auch nehmen. Hauptsache, wir haben ganz viele bunte, verschieden große, unterschiedliche Kreise. Weil das werden ja nachher unsere Planeten werden, ne? Hier habe ich noch eine Tube gefunden. Das wird jetzt ein kleiner Planet. Und noch ein kleiner Planet. Und noch einer. So, Planeten haben wir aufgemalt. Super. Hier passt vielleicht noch einer hin. Ja, okay. So. Und dann nehmen wir uns einen anderen Teller. Und legen dort die Farben drauf. Man kann die Farben mit dem Holzspachtel rausholen und sich auf den Teller machen. Ne, dafür ist so ein Holzspachtel zum Beispiel auch da. Okay, jetzt nehmen wir uns den zweiten Schwamm. Mal ganz kurz feucht machen. Und jetzt machen wir uns ganz bunte Planeten. Das ist ganz egal, wie die aussehen. Die müssen euch nur gefallen. Ich habe jetzt zum Beispiel mal ein Gelb getippt, mache hier und da mal ein bisschen Gelb drauf. Jetzt gehe ich mit Grün daran und immer richtig schön tupfen. Ein bisschen Grün, so wie es euch gefällt. Wenn wir jetzt mal die Farbe wechseln möchten, können wir auch den Schwamm zum Beispiel mal drehen. Dann können wir jetzt noch ein bisschen Rot dazu machen.
Oh, das kann man hier ganz gut sehen. Wir können auch zum Beispiel auf dem Teller Rot und Gelb sofort schon mischen. Dann haben wir schon mal sofort einen Orangeton. Oder wir mischen das Orange direkt hier auf dem Mond. Das können wir auch machen. Sieht schon mal so richtig schön feurig aus. Blau haben wir auch noch da. Jetzt machen wir mal hier so einen richtig schönen blauen. Da sind jetzt noch Reste von dem Rot dran. Ich finde das sogar richtig schön. Also probiert euch mal aus und guckt mal, was so entstehen kann. Manchmal auch einfach nur, wenn man so gar nicht drüber nachdenkt. Passieren meistens die tollsten Sachen. Guckt mal hier, wie schön der Mond schon aussieht. Aber haben wir ja nur ein paar Farben zusammengemischt. Das ist jetzt schon mal hier ein toller blauer Mond. Wenn wir jetzt den Schwamm schon an allen Ecken benutzt haben, wobei ich habe ja jetzt hier noch eine saubere Ecke. So, dann nehme ich jetzt mal ein bisschen Weiß und auch noch mal ein bisschen Blau. Oh, ich mag ja Blau auch so gerne. Ein bisschen Grün dazu. Ganz egal, wie euer Mond aussieht, wie eure Planeten aussehen. Hauptsache, die gefallen euch. Wenn ihr also den Schwamm schon ziemlich ausgereizt habt, könnt ihr auch zwischendurch mal auswaschen gehen. Entweder im Badezimmer bei euch am Spülbecken oder ihr haltet euch so ein kleines Wassergefäß bereit und könnt es da zwischendurch einfach mal so ein bisschen ausdrehen, den Schwamm. Ne? Okay, passt nur auf, dass es nicht allzu nass ist. So, dann machen wir jetzt mal die nächste Farbe. Ich glaube, ich mache mal ein bisschen Rot hier rein. Gelb. Gelb. Und jetzt mische ich einfach mal ein Grün. Gelb und nehme jetzt mal Blau dazu. Selbstgemischter Ton hier. Toll, sieht fast so aus wie der andere Grünton. Und weiter experimentieren. Jetzt nehme ich mal Rot und Weiß. Was passiert denn da wohl? Oh, das ist auch toll. Rot und Weiß. Finde ich auch toll. Super. Hier nochmal ein bisschen Gelb. So, jetzt nochmal ein bisschen mit Weiß hier drumherum. Einfach so, wie es euch gefällt. Wenn es euch zum Beispiel mal gar nicht gefällt, dann föhnt einfach das Bild und malt nochmal drüber, beziehungsweise tupft nochmal drüber. So lange, bis ihr sagt, boah, jetzt ist super, das gefällt mir. Vielleicht habt ihr auch noch was von dem anderen Teller über. Man könnte nochmal in dieses Dunkelblau gehen. Ja, das funktioniert auch noch. Sehr schön. Und hier und da noch so ein paar dunkelblaue Akzente setzen. Je bunter, desto besser. Hier mache ich noch ein bisschen Weiß. Und jetzt seht ihr schon, die Konturen von dem Bleistift, die sind jetzt eigentlich gar nicht mehr zu sehen. Ist aber nicht schlimm, die können wir uns gleich nochmal drüber zeichnen. Also hier mache ich noch mal richtig schön Grün dran. Überall noch mal drüber, bis es mir gefällt. Hier noch mal mit Rot. Boah. Kleines bisschen Gelb noch ein. Da oben noch mal mit Gelb. Das sieht auch toll aus. Oder auch mit dem Finger. Kann man auch ein bisschen verwischen. Das macht auch Spaß. Ein bisschen in Weiß reinklopfen.
sehr schön geworden. So, dann können wir wieder föhnen. So, jetzt ist alles getrocknet. Das kann man auch fühlen. Und wenn man das gegen das Licht hält, wenn das nicht mehr glänzt, dann ist es trocken. Okay, jetzt sehe ich, die Kontur, die ist ja jetzt verloren gegangen. Und deswegen male ich die jetzt nochmal nach und mal gucken, ob ich das hier mit dem Bleistift noch gut sehen kann. Wenn nicht, nehme ich einfach einen schwarzen Stift, stelle mein Glas nochmal da drauf und male die Kontur nochmal nach. Gucke ich mal. Ach ja, kann ich aber gut sehen. Gut. Mache ich das hier auch nochmal. Kontur nochmal nachmalen. Acrylfarbe können wir auch wieder hiervon abwaschen, also das ist nicht so schlimm, wenn da jetzt Acrylfarbe drauf kommt, rankommt ans Glas, also keine Angst, ist nicht schlimm. So, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich was genommen habe. Nehme ich mal hier für das etwas größere Glas. So, okay. Und, ah ja, warte mal, hatte ich nicht das dafür, ja. Mein Wasserbehälter. Stelle ich auch nochmal drauf. Und alles das, was ihr finden könnt, was rund ist, was euch gefällt, was der Größe in etwa entspricht, könnt ihr auch nehmen für eure Runde. Hier, das waren die kleinen. Die Tube Farbe. Wo habe ich das auch noch genommen? Ich glaube, ich habe auch noch genommen, ne? Ja, genau. Ausschneiden. So, die Planeten sind ausgeschnitten und ich habe die mir jetzt mal so auf mein Weltall gelegt, wie ich es mir vorstellen könnte, dass es gut aussieht. Jetzt nehme ich mir so ein Stückchen Karton und zwar habe ich mir hier ein bisschen Klebe drauf gemacht. Ich kann das auch mit dem Finger machen oder hier mit dem Spachtel. Ich mache hier ein bisschen Klebe drauf. Klebe das hier drunter, hier unter meinen Planeten, mache ein bisschen Klebe hier drauf. So, und jetzt klebe ich mir den Planeten genauso hin, wie ich ihn gut finde. Super, fertig, der erste Planet klebt. Sehr schön. Und so mache ich jetzt weiter, bis alle Planeten angeklebt sind. Jetzt nehme ich mir mal den hier oben. Klebe da drauf. Klebe mir das wieder hier dran. So. Mach mir wieder hier Klebe drauf. Und klebe meinen Planeten auf. Bis alle fertig sind. So, alle Planeten sind aufgeklebt. Sehr schön. Man kann noch ein bisschen Hand drücken. Ruhig mit der ganzen Hand flach drücken, damit das nicht so absteht. So, jetzt kann man so richtig schön von der Seite sehen. Die kommen so richtig schön aus dem Bild heraus. Schon mal ganz toll. Und durch die Alufolie glänzt das so schön. Kriegt das so einen ganz tollen Glanzcharakter. Und wenn man jetzt noch eine alte Zahnbürste zu Hause hat, kann man die nämlich noch ganz toll benutzen. Die Zahnbürste in ein bisschen Wasser tauchen. Habe ich jetzt schon gemacht. Dann ein bisschen mit dem Weiß verreiben. So. Und dann so in die Hand nehmen. Wenn ihr Rechtshänder habt, also ich mache es so, ich bin Rechtshänder, nehme rechts die Zahnbürste und mache hiermit so ganz kleine, ja, Sterne. Einfach draufhalten und immer wieder so runterziehen. Kriegt ihr ganz tolle Effekte mit. Und ganz toll Tiefe ins Bild. Boah, jetzt haben wir eine ganz tolle Galaxie gemacht. Wir träumen uns ins Weltall. Das macht süchtig. Kann gar nicht aufhören. So,
glaube, das reicht. So, und wer möchte, kann jetzt zum Schluss noch die ganz tolle Neonfarbe benutzen. Ich habe die hier mal auf den Teller gemacht. Die sieht so ein bisschen weiß-grünlich aus. Ihr könnt die mit dem Finger nehmen und dann ein bisschen hier auf eure Planeten drauf machen. Guck mal, das sieht man eigentlich kaum. Ja, wird ein bisschen heller. Vielleicht nehmt ihr doch lieber die Planeten, die grundsätzlich schon hell sind, so wie zum Beispiel hier. Bei mir ist es ja dieser größte. Und macht da ein bisschen davon drauf. Und das leuchtet nämlich nachts. So ein bisschen mit dem Finger verteilen. Hier ein bisschen drauf machen. Da können wir ein bisschen drauf machen. Das ist eine ganz tolle und teure Farbe. Deswegen ist davon auch nicht so viel dabei. Weil die halt richtig kostbar ist. Okay. So. Den allerrest können wir noch ein bisschen hier so drauf verteilen. So, und dann wollen wir mal gucken, ob das auch wirklich leuchtet. Dann machen wir jetzt mal den Test. Der Beweis. Es leuchtet. Ist das toll? Juhu! Ich freue mich. Überall, wo die Leuchtfarbe drauf ist, leuchtet es. Es leuchtet euch ein Licht. Viel Spaß damit. Tschüss.